Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Viel Erfolg Box von Culture Candela. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Gut, Culture Candela, viel Erfolg. Das Ganze wie immer in Plastik. Das heißt, wir werden das Ganze mal aus dem Plastik befreien und uns das Ganze dann anschauen. So, also, so sieht das Ganze aus. Wir haben hier in dieser Neon-Schrift, wie so Werbetafeln, viel Erfolg. Culture Candela in dieser Schwarz-Rot-Optik verwaschen und das zieht sich so über alle Seiten durch. Hier auf der Oberseite lesen wir die Credits bzw. ein Barcode und hier haben wir die Infos darüber, was sich darin befindet. Also die Deluxe Box, viel Erfolg CD inklusive 24 Seiten Booklet, viel mehr Erfolg Bonus CD. Ein XXL-Poster, Special Edition T-Shirt in Größe L, viel Erfolg und Kalchi-Sticker und eine Autogrammkarte mit Handynummer. Okay. Gut, dann schauen wir gleich mal. So, ist so eine reguläre Clubbox. Das dürfte das T-Shirt sein. Die Bonus-CD. Die CD an sich, die Autogrammkarte, die beiden Sticker und das Poster. Die Box sieht von innen so aus, glatt, schwarz. Gut, wie immer fangen wir an mit dem Album an sich, dieses ebenfalls noch eingeschweißt. So. Aber jetzt, Cover kennen wir bereits, wie auch schon auf der Box. Auf der Rückseite haben wir 15 Tracks. Wir haben Features von Mr. Redo oder Rido, Ela und Hans Sachs. Ich habe mir das Album jetzt einmal durchgehört und meine Favoriten sind Genieß mein Leben, auch wenn da irgendwie das S oder das scharfe S abhanden gekommen sein dürfte. Also hier steht jetzt Genie mein Leben. Genieß mein Leben war der Track, glaube ich. Und viel Erfolg, diese beiden. Also Track 5 und Track 15. Sind auf jeden Fall gute Beats auf dem Album, auch wenn ich sonst jetzt nicht so der große Culture Candela Fan bin. Oder, ja, die letzten Releases mir nicht gekauft habe. Dann werfen wir noch einen Blick ins Booklet. So. So sieht das Ganze aus. Also wir haben hier den Track Rodeo. Und hier den Text abgedruckt. Gefällt mir sehr gut. Das heißt, ein passendes Bild zum Track und den Text hier vollständig. Und das dürfte sich jetzt so durchziehen mit jedem einzelnen Track. Also, dass wirklich jeder Track hier Wort für Wort abgedruckt ist, zum Mitlesen, zum Nachlesen. Sehen wir das hier. Hier haben sie es lustigerweise geschafft. Genieß mein Leben, Doppel S. Wir erinnern uns auf der Tracklist. Also, hier ist es ja bei Genie mein Leben geblieben.
Dann haben wir hier weitere Tracks aufgelistet. Und das zieht sich hier so durch das Design. Hier haben wir nochmal die vier Herren. Pull up. Und es ist einfach sehr, sehr farbenfroh, das Booklet. Also sehr, 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 sehr stark in dieser, ja, in dieser Neonröhrenoptik, Neonfarben. Sehr grell, sehr bunt das Ganze gehalten. Gut. Und dann haben wir hier noch am Ende eine Danksagung. Und hier natürlich die Credits. Alles klar. Gut. Booklet geben wir zurück in die Hülle. So, das ist die CD. Sieht so aus. Hinten wieder dieses Schwarz-Rot. Viel Erfolg. Culture Candela lesen wir hier. Dann haben wir die Bonus-CD. Viel mehr Erfolg. Culture Candela. Und hier haben wir 20 Tracks. Das bedeutet, wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Tracks als Akustik bzw. als Remix, also 4 Akustikversionen und eine Remix-Version. Und dann die letzten 15 Tracks sind Instrumentals vom Album. Also 4-mal Akustik, 1-mal Remix, 15 Instrumentals, daher die 20 Stück. Oben geht das Ganze auf. Viel mehr Erfolg, also genau dasselbe Design, bis auf dieses Wort eben. Und das Ganze in einer Papphülle. Dann haben wir 2 Sticker im Querformat. Einmal diesen hier und einmal diesen hier. Dann haben wir die Autogrammkarte. Da haben wir alle 4 unterschrieben. Und wie gesagt, auf der Rückseite ist dann diese Telefonnummer dieser Culture Line, die ich jetzt nicht herzeigen werde, da diese wirklich nur den Menschen vorbehalten sein sollte, die sich diese Box auch gekauft haben. Dann haben wir das Poster, das T-Shirt kurz zur Seite. So, und auch hier, also dasselbe wie auch schon hier auf der Autogrammkarte. Wir lesen hier oben, viel Erfolg, Culture Candela. Dann hier die 4 Herren und unten rechts noch die Beteiligten. Alles klar, Poster im Hochformat, einseitig bedruckt, Rückseite blank weiß. Und dann haben wir als letzten Bestandteil der Box das T-Shirt. Schauen wir uns gleich noch an. So. Und hier lesen wir nur viel Erfolg ohne Culture Candela. Viel Erfolg ebenfalls wieder in dieser Neonröhrenoptik. Hellrosa, hellweiß. Schwarzes T-Shirt, Neckprint haben wir keinen und wir haben es zu tun mit einem Shirt, Gildan Soft, Größe L, Made in Bangladesch, 100% Baumwolle. Schauen wir uns nochmal kurz im Detail an, wie das Ganze aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also, wir haben hier auf der Brust diesen Schriftzug, diesen Neonröhren-Schriftzug, viel Erfolg. Ansonsten das T-Shirt, wie gesagt, glatt schwarz. Und ja, es ist auf jeden Fall ein Blickfänger. Ich muss nur ehrlich sagen, dass mir so von der Farbe her ist mir das etwas zu blass. Also es wirkt einfach etwas zu grau oder die Farben sind nicht wirklich satt. Aber ansonsten auf jeden Fall ein schönes T-Shirt. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt Größe L. Dieses Poster im Hochformat einseitig bedruckt.
die Autogrammkarte inklusive der geheimen Telefonnummer auf der Rückseite. Die beiden Sticker im Querformat. Die Bonus-CD inklusive 4 Akustikversionen eines Remix und den Instrumentals des Albums. Und das Album an sich, viel Erfolg. Das alles in dieser wunderbaren Box. Viel Erfolg von Culture Candela. Mich würde natürlich interessieren, was ihr von dem Album bzw. der Box denkt, was eure Meinung dazu ist, bitte in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Culture Candela unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.